gleich 12. Jetzt geht's also los ins neue Spieljahr 2024. Der erste Anstoß, den haben hier der Eredivisie aus den Niederlanden. Und unsere Fortuna in den weißen Trikots mit den roten Hemden. Und ich sage euch auch gleich, in welcher Formation wir hier heute antreten. Daniel Thun, Pokal. Das sorgt natürlich für Freude bei euch, mit Sicherheit für Vorfreude auf den Auftritt beim FC St. Pauli. Das schon 69 Einsätze in der Eredivisie. Das sagt vieles aus. Und jetzt ist die Abseitsfahne oben. Da müssen wir nicht aus dem Sattel gehen. 17. Januar gegen Go Ahead Eagles, der Mannschaft aus Deventer. Und da rechnet man sich natürlich einiges auf. Alles ziemlich egal. Die befinden sich in sehr, sehr gutem Zustand. Auch auf unserer Trainingsanlage. Karol Nimczycki mit diesem folgenschweren Fehler. Und dann ist das. Aber der geschulte Fortuna-Fan weiß, dass er die Flinte nicht ins Korn werfen muss. Durchaus noch ändern, wie wir wissen. So, einer müsste sich um diesen Ball kümmern und wenn er es nicht tut, dann wäre die Bestrafung logisch gewesen, findet allerdings nicht statt, weil der Mittelstürmer, weil Kuki Ogawa, ein weiterer Japaner, den Fuß und zweikampfstark sind sie auch. Nächste Ecke. Aber darauf brennt, es bald wieder tun zu können. Wird mich hier durch die zweite Hälfte begleiten, nämlich Matthias Zimmermann. Zimbo gemacht hatte und sagte dann, aber ich habe immer meine Tore gemacht, ich bin ganz sicher. Und dann kamen sie. Und wie sie kamen. Aber jetzt kommen erstmal die Niederländer mit einer weiteren Schusschance vom Feld. Wie einige andere, ich will das jetzt nicht im Einzelnen runterrattern.